Wir grüßen Sie vom Bahrain International Circuit hier in Sakhir. Die Fahrer stehen schon auf dem Grid und absolvieren noch die letzten Checks mit ihren Technikern, bevor es hier gleich ernst wird. Ich freue mich sehr darauf zu sehen, ob Sebastian Vettel seine Pole im heutigen Rennen in einen Sieg verwandeln wird. Er wird in den ersten paar Runden auf Nummer sicher gehen wollen und alles daran setzen, nicht überholt zu werden. Schafft er es, diese Position beizubehalten, bis sich alles eingependelt hat, dann hat er einen gewaltigen Vorteil und kann das Rennen kontrollieren. Wenn du Lewis Hamilton wärst, wie würdest du heute an das Rennen gehen? Gestern fehlten doch wertvolle Zehntel. Glaubst du, er packt das heute? Der Wagen ist gut ausbalanciert und er muss herausfinden, wo er ein oder zwei zusätzliche Zehntel herausholen kann, um den Unterschied auszugleichen. Lass uns die Strecke bis Kurve 1 im Kopf durchgehen. Wenn wir es ruhig angehen, fahren wir aus einer guten Position heraus. Wir müssen es nicht gleich am Anfang des Rennens übertreiben. Wir sind jetzt in Runde 3. Das DRS wurde aktiviert.
verliert pro Runde eine Sekunde auf dich. Er fällt zurück. Stop, bekommst du auf.
Options. Das Boxenstoppfenster öffnet sich in zwei Runden. Zwei Runden. Du verlierst gegen Rosberg etwa 3/10 pro Runde. Der Wagen hinter dir fährt mit hohen Drehzahlen und Mischung 3. Der hat dich im Visier. Wenn du so weiterfährst, werden wir eine Benzinreserve übrig haben. Du kannst den Motor etwas auftreten.